Servus! Heute bin ich auf dem Weg zum Fuchsfotografieren. Ich hatte ja letztens extremst Glück mit Jungfüchsen, die an einem so unspektakulären Platz sind, der aber so viele Möglichkeiten bietet. Von daher dachte ich mir, ich habe ja von Canon das 100-500 RF zur Verfügung gestellt bekommen. Das habe ich noch gar nicht so oft genutzt, muss ich zugeben. Von daher versuche ich das jetzt mal. Ich habe zwar hier hinten noch das 400er dabei, aber ich möchte einfach mal gucken, wie es das Zoom schlägt. Man hört ja nur Gutes von diesem Objektiv. Es wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt. Prinzipiell sollte man ja beim Fuchs extrem viel Tarnung verwenden. Doch hier ist es jetzt so, die Alten kommen meistens erst um 10 oder so aus dem Feld, weil das ist einfach nur ein Feldweg, wo rechts ein Rapsfeld ist, links Weizen und da steht eine Kirschplantage. Und die holen sich die Kirschen. Hätte ich nie gedacht, aber die fressen die ganze Zeit nur Kirschen. Naja, umso besser. Und da die Jungen ja noch recht unerfahren und, ich sag's mal auf gut Deutsch, dumm sind, brauche ich da gar nicht so viel Tarnung. Ich habe eine Isomatte zum Liegen. Hier, zack. Das kleine Bodenstativ und werfe einfach ein Tarnnetz über mich drüber. Das war's schon. Mehr mache ich nicht. Und selbst bei Wind, der schlecht steht, kommen die Jungen und selbst wenn die mich voll im Wind haben, stellen die sich hinter mich oder vor mich. Und das ist echt schön. Ich hoffe, ich habe sie vor 2 Tagen hier noch gesehen. Da bin ich mit dem Fahrrad abends mal lang gefahren. Wir haben es jetzt so ungefähr 19 Uhr. Bin ich mit dem Fahrrad mal lang und da habe ich von Weitem gesehen, sie sind noch da. Ich hoffe ganz stark, dass ich heute Glück habe. Also wie gesagt, ich hatte schon Bilder machen können, die ich mir nie erträumt habe. Die zeige ich euch auf jeden Fall jetzt noch. Und wir sind jetzt gleich an der Kreuzung, wo ich schauen kann, ob sie da sind. Weil ich lege mich einfach ganz spartanisch auf den Feldweg und hoffe, dass sie mir vors Objektiv laufen. So einfach ist das. Da muss ich überhaupt nicht kompliziert denken. Ja, das ist so einfach, dass es manch anderer gar nicht machen würde. Von daher, wir schauen einfach mal. Ihr seht, ist überhaupt nicht kompliziert. Ich liege halt mitten auf dem Feldweg und klar kommen dann die Fragen, hast du keine Angst, dass du überfahren wirst? Nee, habe ich nicht. Weil es sind jetzt schon öfters mal, als ich hier lag, Autos an mir vorbeigefahren oder so. Und habe ich mich vorher zu erkennen gegeben, weil man hört es ja. Ja, und ob jetzt, ich habe jetzt genau hier die Stelle am Feldweg, weil die kann theoretisch überall rauskommen. Ja. Also ich 200 Meter weiter vorne oder hinter mir oder genau vor mir. Doch ich habe jetzt die Stelle gewählt, weil hier habe ich es vorgestern gesehen, ungefähr. Ja. Und jetzt heißt es warten. Ist immer noch sehr warm. Mit Glück kommen sie raus. Wenn ich Pech habe, nicht. Mal schauen.
sind jetzt da. Geil. Es ist wirklich richtig, richtig geiles Licht. Noch habe ich 100, 500 drauf. RF. Aber ich denke, das muss ich bald wechseln. Könnte schon echt mal coole Aufnahmen machen. Ja. Ich hoffe, sie zeigen sich noch ein paar Mal. Kurze Info, warum der Hintergrund so schön ist, weil ich am Ende des Feldwegs einen Baum stehen habe und das Licht, was durch den Baum durchkommt, ergibt diesen grandiosen Hintergrund. Seht ihr, jetzt kam zum Beispiel ein Auto. Da habe ich mich zu erkennen gegeben, weil hier unten wird gedroschen. Und ja, da fahren die langsam an mir vorbei und das war's schon. Also, alles gut. So, ich musste jetzt aufs 2.8er wechseln. Staffel 10, das schafft dann das 100, 500 doch nicht mehr. Da sind die 7.1 doch zu schwach. Ich hoffe, die Jungen kommen noch mal raus. Ist gerade ganz schönes Licht. Wir werden sehen. So, ich bin jetzt fertig.
Häschen. Also ich bin jetzt fertig mit meinem Ansitz und noch ein Hase. Und es ist mehr passiert, als ich mir je erträumen konnte. Die Jungen sind noch 3 Stück da. Vielleicht sind auch noch mehr da, aber ich habe es jetzt nur 3 gesehen. Die älteren Tiere habe ich schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Ich denke mal, die sind schon längst über alle Berge. Und ja, das 500 RF habe ich dann gegen das EF 400 2.8 dritte Generation getauscht. Weil das Licht hat es einfach nicht mehr hergegeben. Da ist dann 7.1 doch zu schwach. Ja, aber es ist schon beachtlich, was so ein Zoom heutzutage leistet. Und ich habe ab und zu die Nachricht bekommen, hey, leg doch Katzenfutter aus, um genau zu wissen, wo die Jungen hinkommen und da kannst du dann deine Fotos machen. Und klar könnte ich das machen, aber nein, sowas mache ich nicht und ich bitte auch jeden, der das schaut, macht das nicht. Die finden genug zu fressen und nur für so ein Scheißbild die Tiere mit Katzenfutter anzufüttern, gerade in dem jungen Alter, dass sie sich da gleich dran gewöhnen, ist richtig, richtig scheiße. Von daher, ich bitte jeden, der das eventuell vorhat, gleich zu vergessen, macht es nicht. Ich mache es nicht und wie ich jetzt selber erlebt habe und wie ihr ja schon gesehen habt, die kommen so nah, dass selbst eine Naheinstellgrenze von 2 Meter und was das 400er hat, nicht reicht. Also die waren so nah, ich konnte nicht mehr fokussieren. Die haben an der Gegenlichtblende gezogen oder der eine zumindest, der sehr, wie soll ich sagen, oh, mir fällt es gerade nicht ein. Der sehr neugierig ist. Ja, der eine kleine Fuchs, der war bei mir, hat am Stativ, an der Gegenlichtblende gezogen, am Tarnnetz gezogen, meine GoPro umgeschmissen. Und das war sowas von cool. Das war so ein grandioses Erlebnis. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich einen Fuchs so nah hatte. Ich hatte schon mal einen, der auf mir drauf gesessen hat. Aber das war schon echt beeindruckend. Da freut man sich sehr, wirklich. Ja, und man muss die Tiere nicht locken, die kommen von alleine. Wenn man immer wieder versucht, wie ich bin jetzt vielleicht das 6. oder 7. Mal an dem Platz, und die kommen einfach von alleine. Von daher, diese Stelle ist sowas von toll. Das ist ein ganz lapidarer Feldweg. Mit ein bisschen Umsicht und einer guten Herangehensweise ist halt auch so ein ganz einfacher Feldweg. Spielwiese für einen Fotografen. So einfach ist das. Ja, die Jungen werden nicht mehr lange da sein, denke ich. Die fangen jetzt nämlich schon an, bei uns den Weizen ab oder die Wintergerste oder was auch immer das ist, zu dreschen. Ja, ich befürchte, ich bin jetzt eine Woche lang weg, dass nach der Woche keiner mehr da ist. Ich werde es natürlich trotzdem noch mal probieren. Das Licht war bombastisch. Ja, in diesem Sinne, mir ist jetzt leicht kalt. Ja, von daher, Augen offen halten, gute Plätze suchen. Und wenn ihr mir noch nicht folgt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Da findet ihr ganz, 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 ganz viele Bilder von mir und immer viele Tipps. Und auch sehr gerne unten einfach den Folgen-Button hier auf YouTube klicken. Da kommen immer wieder neue Videos. Ich habe auch schon viele, viele draußen. Schaut es euch gerne an. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Ciao.